Hallo und herzlich willkommen zur Folge 16 von Let's Play Matika. Als ich das Let's Play gestartet habe, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass wir bis zu einer Folge 16 kommen, aber gut. Ich glaube, ich mache die Folgen vielleicht auch ein bisschen kürzer als bei Biolab und deshalb dauert das hier alles so ein bisschen länger und wir sind halt auch, oder ich bin halt auch durchs Labyrinth gestolpert und 100 Wege doppelt so oft gegangen, wie es eigentlich nötig gewesen wäre. Daran kann es natürlich auch liegen. In der letzten Folge sind wir hier in dieses Musikzimmer gekommen und wir haben da auf diesem Sitz was gefunden und ich habe damals gesagt, sieht aus wie eine Zigarettenschachtel. Also, was heißt damals? Letzte Folge. Und beim Schneiden ist mir aufgefallen, so, wir sind in einem Musikzimmer, wir finden so was Weißes, Längliches. Was könnte es wohl sein? Und ich glaube, wir haben die Taste gefunden, die in der Kirche fehlt. Ich glaube, das ist das, was wir gefunden haben. Ist irgendwie sinnvoller als eine Schachtel Zigaretten und ja, egal. Ich weiß auch nicht, warum das meine erste Assoziation war, aber war irgendwie so. Dann außerdem, in der letzten Folge haben wir außerdem diese Schallplatte da drauf gelegt und da haben wir so ein Dings und wir haben so ein Dings hier schon mal in einer Folge gesehen und zwar auf einem Zettel und da stand außerdem drauf, auf dem Zettel erstens, wie viele Gäste waren da und zweitens, das wievielte, die wievielte Dreieckszahl ist das Ergebnis. Ich meine, es wäre wievielte Dreieckszahl gewesen. Ich nehme mal an, dass man es da eingeben muss. Und wir haben dann noch eine Tür, wo ich gerne auch mal gucken würde, was da ist. Okay, das ist abgeschlossen. Ich frage mich, ob wir irgendwann auch nochmal zurück müssen und die Taste in die Kirche legen müssen. Ich nehm's mal an. Also, ja. Jedenfalls, ich meine, wir müssten wahrscheinlich bestimmen, wie viele Gäste da waren, weil man hier Gläser klirren hört, also dass man sozusagen hören soll, wie häufig Leute anstoßen. Das fand ich aber ein bisschen, also bei manchen Sachen war ich so ein bisschen so, ist das jetzt einmal angestoßen oder zweimal angestoßen vom Geräusch her? Deshalb würde ich sagen, wir spielen das da mal ab und zählen mal, wie häufig da angestoßen wird. Ich habe jetzt gehört 15, aber da waren halt auch so ein paar Doppelklänge dabei, wo ich mir nicht sicher bin, ob das einfach nur merkwürdig angestoßen ist oder ob das als zwei zählen soll. Ich schreibe mir am besten die 15 mal auf und dann zählen wir nochmal, wenn wir die Doppelklänge mitzählen würden, wie viel wir denn dann hätten, nur halt damit wir dann nicht wieder hierhin zurückkommen müssen und das Ganze später nochmal machen müssen, wenn wir daneben liegen. Also 15 war so. Dann wäre ich bei 18? Ja, bei 18. Okay, können wir ja ausprobieren, welches davon klappt. Ich werde mit 15 anfangen und wenn das nicht funktioniert, werde ich es mit 18 probieren. Okay. Dann gehen wir mal in den Wissensbereich und ich hoffe, dass ich das jetzt auch langsam mal finde, was wir da brauchen, weil ich so sonst im Wissensbereich immer ewig lang rumhänge, bevor ich da finde, wo ich was finde. Klingt nach Party, Auf einer Party stößt jeder mit jedem einmal an. Insgesamt sind 5 Gäste da. Wie oft wurden Gläser aneinander gestoßen? Diese Aufgabe kann man durch Ausprobieren lösen, weil die Personenzahl sehr gering ist.
Dabei lässt sich ein rechnerisches Prinzip erkennen, das man auf eine einfache Formel reduzieren kann, die uns bei ähnlichen Aufgaben mit beliebig vielen Beteiligten einfach auf ein Ergebnis kommen lässt. Die Anzahl der Personen sei in unserem Beispiel also 5. Die Personen bilden einen Kreis. Die erste Person beginnt einmal im Kreis mit jeder anderen Person anzustoßen. Wir sehen schon im ersten Durchgang, die erste Person muss im ersten Durchgang n minus 1, also 4 mal anstoßen, weil ja keiner mit sich selbst anstoßen kann. Man kann es probieren, aber es ist irgendwie ein bisschen ungewöhnlich. Jetzt stößt die nächste Person mit jeder weiteren Person einmal an. Wir sehen also im zweiten Durchgang, da die zweite Person mit der ersten Person schon einmal angestoßen hat und natürlich mit sich selbst nicht anstößt, stößt sie n minus 2, also dreimal an. Die dritte Person stößt jetzt mit denjenigen Personen an, mit denen sie noch nicht angestoßen hat. Wir sehen also im dritten Durchgang, da die dritte Person mit der ersten und der zweiten schon angestoßen hat, stößt sie nur noch n minus 3, also zweimal an. Der vierten Person bleibt jetzt nur noch eine Person, mit der sie noch nicht angestoßen hat. Wir sehen also im vierten Durchgang, die vierte Person, die mit allen außer einer Person schon einmal angestoßen hat, muss nur noch n minus 4, also einmal anstoßen. Die fünfte und letzte Person hat mit allen anderen Personen bereits angestoßen. Somit erübrigt sich ein fünfter Durchgang. Daraus folgt, für n Personen finden n minus 1 Durchgänge statt. Umgekehrt kann man sagen, dass die Anzahl der Personen immer um 1 größer ist als die Anzahl der Durchgänge. Zählen wir die Anzahl der Ereignisse durch, kommen wir bei 5 Gästen auf 10 mal anstoßen. Die Anzahl der Ereignisse, also das Anstoßen oder Händeschütteln und so weiter, bleibt unverändert, wenn wir unser sogenanntes Ereignisdreieck einfach herumdrehen. Wir können jetzt eine größere Anzahl von Durchgängen nach diesem System fortführen. Die Zahlenfolge, die sich dabei ergibt, ist die der Dreieckszahlen. Das heißt, wenn n bekannt ist, kann die Anzahl der Ereignisse über die Dreieckszahlen ganz einfach ermittelt werden. Der Wert n minus 1 entspricht der Dreieckszahl an der n minus 1. Stelle. Bei 10 Personen ist also die 9. Dreieckszahl, also 45, gleich der Anzahl der Ereignisse. Okay, Ich glaube, soweit habe ich noch. Umgekehrt, wenn n nicht bekannt ist, sondern nur die Anzahl der Ereignisse, zum Beispiel als 45 angegeben ist, wissen wir, dass 45 die 9. Dreieckszahl ist. Das heißt, es gibt 9 Durchgänge, demzufolge sind 10 Personen beteiligt. Gleichgültig, ob die Anzahl der Personen oder die Anzahl der Ereignisse gegeben ist, mit der Dreieckszahlenfolge lässt sich das Ergebnis ganz einfach ermitteln. Die allgemeine Formel für die Anzahl der Ereignisse lautet AE ist gleich 1 plus 2 plus 3 und so weiter plus den Wert n minus 1 geteilt durch 2. Da wir hier eine 15 haben, aber keine 18, nehme ich einfach mal an, die 15 war gemeint. Da haben wir 6 Gäste.
Und es ist die fünfte Dreieckszahl, wenn ich das richtig verstanden habe. Also zählt 1 auch schon als Dreieckszahl. Ja. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, probieren wir das doch einfach mal. Vielleicht haben wir, weil da stand ja, die wievielte Dreieckszahl ist das Ergebnis. Vielleicht ist da nicht gemeint, die wievielte Dreieckszahl ist bei den Gästen, der Anzahl der Gäste, die wir nachgeschaut haben, da, sondern vielleicht die wievielte Dreieckszahl wäre 6. Das könnten wir noch gucken. Schauen wir mal. Das wäre dann aber, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch nur blöd, aber das wäre dann ein Auf einer bisschen. Party. Ja, psch, psch, psch. Die Zahlenfolge, die sich dabei ergibt, Das wäre ist dann die hier der 3. Dreieckszahlen. Das heißt, wenn n bekannt ist, Dann probieren wir mal 3. Ah, okay, so meinten die das. Das fand ich persönlich jetzt ein bisschen verständlich formuliert. Schlafzimmer. Ach, guck mal, noch ein Totenkopf. Ja, wer hat sowas nicht gern im Schlafzimmer? Ist direkt so schön fürs Ambiente, dass man auch irgendwie gut träumt. Da kamen wir rein. Da können wir nichts greifen, aber einen Schlüssel haben wir ja noch dabei, ne? Hier den. Noch ein Tetraeder. Yay! Jetzt haben wir 3 davon, glaube ich. 1, 2, 3. Ja. Ich will da gerne mal. Ups. Ich glaube, man konnte da auch irgendwie ans Bett herantreten? Nö, konnte man nicht. Können wir an den Schrank dran? Auch nicht. Also wir haben hier einen ganzen Raum nur designt dafür, dass wir diese Schrankschublade aufmachen können. Das irritiert mich immer so, wenn man in einem Raum nicht viel machen kann. Also halt, wie wir auch beim Badezimmer nur diesen einen Zettel gefunden haben, weil ich denke dann immer, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass man, also dann habe ich irgendwas übersehen oder so, aber hier kann man und nicht unters Bett oder so, ne? Wirklich nur das. Okay, dann gucken wir hier mal bei der Tür. Was hier als nächstes passiert. Können uns ja hier schon mal ein bisschen angucken. Okay, da war. Können wir hier im Geländer wieder irgendwas mitnehmen? Wie letztes Mal, nein. Dann, jetzt können wir hier runter. Da können wir nicht hin, oder? Ist alles abgesperrt. Da können wir aber auch nicht lang gehen, da können wir nur gucken. Da können wir nicht her. Da auch nicht. Wir können nur raus. Wir können nur raus. Ach. Aha.
Ah, ist da noch irgendwas? Ha, das hätte man fast übersehen. Kann man da irgendwas drauf tun? Ich denke nicht, dass es hier die Platte ist, aber den Kreis können wir probieren. Wage ich aber auch zu bezweifeln. Das? Das. Okay. Da haben wir ja jede Menge Zeug von. Was? Müssen wir das jetzt ausfüllen? Ha. Yay, Puzzle. Ist das... Ups, Stift runtergefallen. Ist das einfach nur probieren oder muss ich da jetzt irgendwie... mega schlau für sein? Ich probiere das jetzt... nein! Nein! Wie habe ich das denn eben gemacht? Ah. Hallo? Ist das, weil es falsch ist, oder? Was ist denn das? Ich habe es andersrum gedreht. Ich glaube ja, du... Okay, das will schon mal nicht da. Ich glaube aber hier so ein... kleines Dings... muss vielleicht hier in den Kopf... Ja. Was ist denn bei denen, die genau gleich aussehen? Ist es egal, wie rum man das macht? Oder gibt es da irgendwie... Also wenn ich jetzt... das so drehe und das dann so. Kann ich das dann hier hin tun? Nein. Kann sich nur noch um Tage handeln, Leute. Aber das passt doch gar... Hä? Ach, Manu. Probieren wir mal das hier, ob das geht. Ich glaube, das war eins zu weit gedreht. Oder soll... soll das so? Nee. Aber vielleicht sollte das andersrum. Aha. Und das kommt doch bestimmt... Mist. Nee, ne? Habe ich fast schon gesehen. Okay, also das geht nicht. Kann das hier so? Ja. Das hier unten? Ja, ja, ja. Okay. Yay, ich kann puzzeln, Leute. Ist das nicht cool? Das ist ja der Hammer. Ups. Yay! Habe ich das Gefühl, ich habe richtig was geschafft heute.
Das. Was ist das? Ist das Wasser? Was man wohl damit machen soll? Kann man da was reinwerfen? Ist die Maus durstig? Nein. Das ist doch Wasser, oder ist das ein Spiegel? Ne, man kann so ein bisschen auf den Boden gucken, ne? Keine. Wenn ich mich jetzt umdrehe, ist es noch. Ja, es ist noch offen. Was soll man denn da machen? Oder weiß ich das jetzt noch nicht? Ich lasse es jetzt erstmal so, weil ich nicht weiß. Oder das, was mit dem Dings hier oben waren, wäre ja schon, ne? Hat das was mit dem Dings zu tun? Ich weiß es nicht. Aber ich habe den Verdacht, weil wir diese Taste gefunden haben und jetzt wieder hier raus sollen. Ich habe den Verdacht, wir sollen die Taste in die Kirche bringen und da an die Orgel dran. Nicht an die Orgel dran machen, das ist furchtbares Deutsch. In die Orgel einsetzen. So. Und ja. Das würde ich aber sagen, weil ich jetzt nicht weiß, wie lange ich dahin brauche. Und so machen wir dann nächste Folge in Ruhe. Und ich bin ja schon ganz froh, dass wir jetzt schon mal hier gepuzzelt haben, dass das geklappt hat. Das ist doch schon mal der Hammer. Und ja, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!